Am Donnerstag öffnete die 24. Mela, die Fachausstellung für Landwirtschaft und Ernährung, Fischwirtschaft, Forst, Jagd und Gartenbau in Mühlengeetz ihre Pforten. Begleitet wurde die Eröffnung von Protesten gegen tierunwürdige Haltungsbedingungen. Für die Exemplare der insgesamt 100 Nutztierrassen, die auf der Mela präsentiert wurden, ist qualvolle Enge und dergleichen augenscheinlich zum Glück keine Realität. Jedes Jahr besuchen über 70.000 Menschen Norddeutschlands größte Landwirtschaftsmesse. Mehr als 1.000 Aussteller präsentieren sich auf dem 170.000 Quadratmeter großen Messegelände. Ja, das ist ja eine große Leistungsschau, was wir hier sehen. Und es zeigt sich, dass unser Land sehr stark ist in der Produktion von landwirtschaftlichen Erzeugnissen, aber eben auch in der Verarbeitung. Und mein großer Wunsch seit vielen Jahren ist ja, dass wir da immer noch besser werden. Aber wir sind auf einem wirklich guten Weg. Auch, dass wir solche Produkte machen, von denen die Menschen sagen, das ist unverwechselbar aus Mecklenburg-Vorpommern, das ist beste Qualität. Die Ernährungswirtschaft ist die umsatzstärkste Branche in Mecklenburg-Vorpommern. Landwirtschaftsminister Till Backhaus betonte bei seinem Messebesuch, dass ihn die Vorwürfe der Tierschützer sehr treffen und er sich aktiv für artgerechte Tierhaltung einsetze.